20 Sekunden. Und wir können rein. Und ich zeige euch alles, was wir gebaut haben. Ist mir gleich schon 5 Sekunden davor. 12 Uhr, rein. Hallo. Digga, einfach Crafted Tank. Ich hab voll Nether rein. Scheiße. Hey, was passiert? Hallo! Folgendes, was ich gemacht habe. Ihr habt im Video gesehen, Full Netherite für Veni. Habe ich immer noch, weil Veni ist nicht online. Was ich gemacht habe, ist basically genau das, was ich gesagt habe. Ich habe Villager gemacht und hier eine kleine Trading Hall gebaut. Alle Villager-Bücher, die man braucht. Hab auch hier noch so ein paar Eisen-Trade-Villager. Das heißt, ich habe auch schon ihre Tools und Rüstung. Ich habe meine Rüstung schon fertig. Das ist ja alles das, was ich gesagt habe, was ich machen will. Und ansonsten habe ich noch diese Eisenfarm da hinten gebaut. Und mehr habe ich nicht gemacht. Wir werden heute den Tag, ganzen Tag grinden. Ich würde euch aber jetzt kurz mal so Basis, Standort geben, damit ihr checkt, wo ich bin. Und zwar, hier bin ich. Ihr müsst euch vorstellen, hier oben ist die Spawn-Insel. Dann kommt man hier runter. Hier unten, das hier hat Joecraft und so sich geclaimed. Auf jeden Fall, da hinten ist Riole und so. Dann den Berg gegenüber, da ist nochmal ein Berg, ist Mud City. Da ist, glaube ich, auch Joe, Flocke und die ganzen Redstone-Atzen, wenn man das so sagen kann. Ansonsten, hinter mir, hinter dem Berg, war oder ist Sascha, Isa und Reapers. Die bauen da in einem Deep Dark ihre Base. Also, hier Joe, das Ufer hier unter mir. Das hier, mein ganzer Berg, gehört alles mir. Dann, wie gesagt, hier Riole. Hier hinten, kein Frag nicht, Digga, Mud City. Was auch immer das sein soll. Und hier ist Sascha, Isa und Reapers. Und ansonsten, ja, hier ist Veto, hier ist Hugo. Aber mehr weiß ich actually auch noch nicht. Folgendes, ich habe Pläne für Craftech, obvious. Und diese Pläne hängen natürlich von meinen neuen Cosmetics ab. Sagt, voila, es ist geil. Es ist nicht nur ein Bandana und ein Cape, sondern ein Golem-Head. Dann eine Tough-Golem-Chain, wo ein kleiner Tough-Golem-Anhänger drauf ist. Und letztendlich haben wir noch das Bandana. Ich finde, es ist geil. Und deswegen werden wir auch eine Golem-Base bauen. Ich sag mal so. Also das hier könnt ihr ignorieren. Aber ich habe ein bisschen was vorgebaut. Es ist nicht hundertprozentig safe, ob es letztendlich genauso aussehen wird. Aber das ist ein Golem-Kopf und ich habe das noch überhaupt nicht so, wie es aussehen wird, okay? Erstens will ich den realistischer bauen. Das heißt, der hat hier so eine Delle. Hier geht es so ein bisschen rein. Nase ist hier unten so ein bisschen kaputt und so, ne? Und ich habe vor, den Golem-Kopf zu bauen und noch so Schultern, dass der quasi so in meinem Berg so drin hängt oder so. Und eventuell kann man dann auch noch so eine Hand so rausbauen oder so oder irgend sowas. Versteht ihr, wie ich meine? Und ich will so ein Golem-Kingdom bauen und einfach so ganz viele Golems reinsetzen und so. Deswegen habe ich mir überlegt, sowas, so kleine Golems habe ich hier vorgebaut, die ich überall so ein bisschen platzieren werde und so Häuser und so Golem und Golem und einfach Golem, versteht ihr? Und ich habe irgendwie vor, hier so den Golem-Kopf hinzumachen oder hier so daneben und so Arme und so, wisst ihr? Aber ich würde jetzt, glaube ich, mir Full Netherite farmen, oder nicht? Also ein Wither könnten wir uns rein theoretisch wirklich farmen, weil ich habe schon einen Kopf. Okay, pass auf, wir farmen einen Wither und Full Netherite. Oh mein Gott, wir haben Full Netherite. Geilo, Matico. 42 Stück. Oh, Digga, ist das viel. So, und dann fahren wir jetzt Wither Skulls, wenn wir eine Festung finden. Und vielleicht Bastion noch nehmen wir auch mit, wenn wir eine sehen. Okay, Festung, geil. Jetzt soll ich mir schnell Full Netherite machen. Dann haben wir 6 Stück. Wir machen uns direkt erstmal Rüstung. Zack. Boom. Full Netherite, jetzt auch schon mit richtigen Chance. Und das ist die für Veni. Spitzhacke, Schaufel, Spitzhacke. Oh mein Gott, 3 Mann, 4 sogar. Schade, Digga. Bitte. Noch einer. Ja, das ist krass, wie viel mehr in einem Souls and Valley spawnt. Das ist so geil. Ja! Ich habe so viele gekillt. Noch einer. Let's go! Der kam schnell. Aber wir können ja hier jetzt eigentlich die ganze Zeit durchfahren. Fabu Popostian. Du hast voll die Villager. Kann ich mir 2 von dir abknüpfen? Ja, ja, easy. Da könnt ihr auch so einen Breeder bauen, wenn ihr wisst, wie ja, es geht. Ja, obwohl, eigentlich können wir auch einfach deine abusen, hä? Ja, meiner ist, ich hab den gerade aus, weil ich... Was hast du aus? Der Breeder, da kommen gerade keine neuen Villager. Ihr könnt... Nee, ich meine, hä, was? Das kann man breeden? Oh Gott. Ein Breeder. Wie funktioniert das denn? Ach, ich will's gar nicht wissen. Aber ich meine jetzt hier die Bücher. Die kann ich ja einfach abusen. Also, die kannst du abusen, ja? Ja, ist doch Quatsch, jetzt hier alle selbst zu machen. Das ist Quatsch. Wenn du hier das schon hast und wir neben dir wohnen. Du bist jetzt unser Nachbar, der ausgenutzt wird. Juhu. Wollen wir Wither spawnen? Was? Nein, ich muss jetzt zu Honey und Sascha, die sind mega sauer. Ja, wir können bei denen einspawnen. Was glaubst du, wie die das Projekt quitten? Ich habe vorhin den Warden bei Sascha gespawnt, der ist einfach gequittet. Wir waren neben ihn und er hatte so Angst, der hat einfach... Ey, wie kannst du den gequittet. Spawn einfach so, also auslösen extra, oder wie? Ja, ich bin einfach über den Block gelaufen, weil schon der daneben war. Egal, wir machen jetzt den Wither. Einen machen wir hier. Wir machen einen jetzt hier und den Rest können wir dann gucken. Freunde, Wither, Nummer 1, der erste Wither, ganz Craft Attack. Oh nein. Bitte nicht
der stirbt einfach. Sag mal bitte, warum passt der Wither durch ein 1x1-Loch? Bruder, wisst ihr, wie viel Angst ich gerade hatte, als er nicht zu mir gekommen ist, sondern hier hochgeflogen ist? Ich dachte ehrlich, der haut da jetzt ab. Egal, aber wir haben Beacon. Plus, wir könnten auch gleich theoretisch den zweiten Wither machen. Geil. Was geht? Holy shit, was hast du alle schon? Was denn? Ja, ich spiele schon seit Mittwoch. Richtiger Suchti! Ja, muss. Junge, repass. Ja, wie scheint, hat sich Isa hier alleine schon hingesetzt. Digga, wer ist er denn? Digga, der guckt hier jede... Digga, Sascha klaut einfach. Kann ich den Helm haben? Der fragt einfach, ob er den Hut haben kann. Digga, was macht der Junge? Sascha, was machst du hier? Du bist der geilste Gamer, ich schwör auf alles, Alter, what the fuck. Ich schwöre, der ist so am Zocken. Geschenk? Geschenk, sagt er. Ach so. Der sagt, es ist ein Geschenk für dich, Fabo. Schenkt dir so einen verzauberten Goldapfel, der holt sich einfach einen Piglin aus der Hölle. Aber ihr habt alle noch null Tod, also Isa und Sascha, dass die noch null Tod haben, wundert mich. Ich bin ganz oft gestorben am Anfang. Ja, guck, er ist tot, ja. Pumba, Pumba, Pumba! Nee, das war dieser Pumba-Mann! Ja, lass uns seinen Stuff suchen, oder? Weiß der, wo der gestorben ist? Ich hab's! Der Stuff liegt noch da! Ja, danke fürs Fitten, Babu. Kein Ding! Ich hab's einfach gecallt, dass du stirbst. Und zwei Sekunden später bist du gestorben. Hä, warum hast du das gesagt, aber? Ja, weil ich's wusste. Dass, wenn du da alleine im Nether rumrennst. Aber es wusste, ist doch nicht. Ja. Aber es wäre wirklich dieser Pumba nicht gewesen. Ich war so schön am Quarzfarm und so. Ja, das stimmt. Das war lucky. Wo seid ihr? Ich komm mit und dann, wenn ihr runtergeht, gehe ich weiter. Ja, ich bin hier, Fabio, bei dir. Aber ist es da unten nicht voll gefährlich? Wieso? Null. Ihr habt ja alle Streaker abgebaut, dass mit der Typ da nicht spawnt. Nee, da ist noch alles. Ja, so cool. Den haben wir schon 50 Mal gespawnt. Das ist nicht gefährlich, Fabio. Ich mache kurz ein Tutorial, wie safe das ist. Okay, safe. Und das ist unser Haus. Wow. Willst du mal unser Haus sehen? Ach so, weil die direkt einfach hier drin steht. Ja, komm mal mit. Fabio, du das kannst uns hier draufstellen. Achso, das ist safe da hinten, meinst du? Ey, hast du dich jetzt echt drauf? Digga, der hat den echt ausgelöst. Babu will keinen Tod haben, mach das nicht. Der Arme. Ich glaub nicht, wie schnell ich Alter 4 drücken kann. Guck, hier, guck, bist du bei uns oben, Fabo? Ja. Ja, guck mal, hier schläft Lisa und Sascha. Und guck, hier schlaf ich und Lisa. Wer ist Lisa? Na, das ist meine Freundin. Lisa. Hey, so, deine Freundin. Verstehe. Ihr habt die Dinger ja echt nicht abgebaut. Da sind überall noch die Dinger. Ja, das ist unser bescheidenes Zuhause. Wie findest du, alles schon gelootet, sagst du? Nicht 100%, aber müsste alles gelootet sein, ja. Über uns war doch dieser eine Shrieker. Wollen wir den jetzt mal contesten? Ja, okay, komm. Hast du noch Standardblöcke? Ach du Scheiße. Bau ab. Jetzt schnell aber abbauen. Jetzt schnell. Alles abbauen. Ach du Scheiße. Ich bin so weg gleich. Ihr seid so wahnsinnig. Ich bin weg. Okay, keine Sau mehr machen. Ich bin so weg. Danke, was macht ihr hier? Der Minecraft-Spieler hat einfach Angst, hä? Digga, der haut mich tuit um mit der Rüstung. Wie der Angst hat. Jetzt dürfen wir da nicht mehr hoch, Sascha, leider. Aber der spawnt ja eh oben, oder? Der spawnt ja nicht auf eurer Plattform. Der spawnt oben. Weiß ich nicht. Wir müssen einen anderen Weg dort hochfinden. Das wäre krass. Wir müssen das da abbauen. Das ist eine Todeszone über uns. Wovor hast du Angst, Fabu? Geh mal rein jetzt da. Das ist doch viel zu low, hä? Hier hätten wir uns auch hochbauen können. Ist doch Quatsch. Was willst du? Da ist er. Das ist es. Das suche ich. Genau diese Höhle suche ich hier. So. Tschüss. Fertig. Jetzt können wir wieder rennen. Wo ist hier sonst nichts? Da oben ist noch einer, Alarm, da ist noch einer, ja. Boah, da sind drei, Alter. Oh viel Spaß beim Sterben. Digga! Ich hab nicht mal was gemacht! Disconnect, ich muss raus. Ich hab gar nichts gecheckt. Ich glaube, da oben, wo ich hingeschossen habe, war auch noch ein Shrieker, oder? Hast du hochgeschossen gerade? Nee. Du hast gerade bei nein. Es gibt doch jemand, der ist noch am Leben und zwar nicht geleftet, das bin ich. Wenn wir uns jetzt einloggen, Reapers, da steht er da, oder nicht? Zwei Stück stehen da, ja. Genau da, wo wir sind. Aber die sind nicht das Problem. Aber ich glaube, meiner ist oben gespawnt. Ich glaube, ich könnte noch rausrennen. Es ist einer unten gespawnt und einer ist oben gespawnt. Also wir sehen überhaupt nicht, wo wir hingehen. Also ich glaube, ich könnte joinen und wegrennen. Ich glaube, es geht. Aber will ich es riskieren? Ja. Willst du riskieren? Nee, ich bleib offline. Ich hab nichts mehr gesehen auf einmal. Auf einmal war dunkel. Ja, da kommen wir jetzt erstmal nicht her. Soll ich nochmal probieren? Ich bin drauf jetzt. Viel Spaß, Fabo. Digga, guck doch kurz, ob ich da joinen kann, bitte. Was soll ich denn da gucken? Ich weiß doch nicht, wo du bist. Mann, doch da, wo du dich reingebaut hast. Genau da stehe ich. Ich join jetzt. Ich werde so sterben. Geil, hab ich Bock. Aber du bist neben uns, hä?
Digga, das hört sich an, das wird der neben mir sein. Ja, bei uns auch, hä? Der ist aber über uns. Ja, wollt ihr jetzt den Warden killen oder was? Nein, Mann, ich will die scheiß Shrieker abbauen. Ja, viel Spaß, ich geh da nicht rein. Ja, was soll ich denn machen? Da ist noch einer, da hinten, ganz da hinten. Der ist so dick über uns. Der kommt, der fällt gleich auf deinen Kopf, deswegen hatte ich Angst. Ja, oder ist da oben nochmal eine kleine Mini-Hülle, wo der jetzt gefangen ist? Ich glaub nicht, dass es wie eine Klippe ist, weil ich glaube, du denkst, dass es wie eine Klippe ist. Ich glaube nicht mal. Doch, guck, wenn du hier hochguckst. Da hinten ist einer. Das ist eine Klippe, deswegen habe ich ja so Schiss gehabt. Das ist eine Klippe, okay. Er attackt Creeper. Er attackt nicht jeden Mob, den er hört. Ja, ich glaube, der Warden da hinten ist nicht das Problem. Ich glaube, der über uns hier, oder? Wo ist denn der Kollege da oben überhaupt? Hat den schon mal jemand? Oh, über uns! Links über uns! Oh nein! Wo links über uns? Ah, nee, den kennen wir ja. Den kennen wir schon, den haben wir schon vor Stunden gesehen. Aber hier, wo ist denn der andere, Digga? Ich hab so Schiss. Ah, nee. Da geht. Ich bin auch raus, hab kaputt. Ja. Und der andere kommt uns näher. Halt's Maul! Nee. Ich hab 3 FPS, warum? Ja, der ist vor uns jetzt leider. Boah, der da oben, der fetzt die anderen weg. Boah, der kommt, okay. End im Gelände. Ja, tschüss, auch rein, geh ich mir raus. Der kommt her, jetzt ist er. Irgendwann endet jeder Spaß, Freunde. Ja, und der ist jetzt hier vorbei. Und jetzt lassen wir den da rumkrampeln, oder was? Ja, das ist zu viel. Wo kommen wir denn wieder nach Hause, hä? Ey, warum denn? Wir müssen doch die Wolle für Isa mitnehmen. Aber hat so Angst vor Worten, sei das nicht. Ich schwöre. Ich bin dunkel, ich sehe nichts. Wie viele Level macht man aus den, kann man gut leveln aus den Stuff hier in der Ancient City? Boah, weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Ich meine, wir wollen ja hier abbauen, dann können wir das eigentlich auch machen, wenn Lisa den Stuff hier übernehmen will. Ich renne woanders hin und suche da was. Was suchst du überhaupt? Deep Dark, was noch nicht gebootet ist.